Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Tja, ich glaube, die hier alle auf dem Kanal sind, die gehen gern raus, die gehen gern wandern, die gehen gern biken und halten sich auch sehr, sehr gerne in der Natur dementsprechend auf. Und die letzten Tage oder ja, Monate, Jahre kann man fast schon sagen, begleitet mich immer, wenn ich wieder rausgehe in den Wald und auch mal in kleinen Singletrail fahre, so ein paar Gedanken. Es gibt dieses Jahr immer viel, viel mehr, als die Jahre davor war, von diesen kleinen Tieren, die uns ans Blut wollen, die Zecken. Und ich glaube, das ist eine Videofolge heute mal wert, um einfach mal euch ein bisschen auch zu sensibilisieren und vielleicht auch darüber nachzudenken, über gewisse Schutzmaßnahmen, dass man sich auch nicht böse, böse Krankheiten holt. Ich habe mir das Thema schon ein bisschen länger im Hinterkopf, weil es für mich persönlich beim Biken oder auch beim Wandern oder beim Rausgehen in der Natur relativ präsent ist. Und ich mir auch schon einige dieses Jahr eingesammelt habe. Eine war auch festgebissen, ganz frisch, die habe ich noch gut wegbekommen, aber die hocken schon gut in der Haut drin. Wenn ich noch ein Bild davon habe, dann blende ich es euch gerade mal neben mir ein, ansonsten habe ich es halt irgendwie nicht mehr gefunden. Ja, daher mal beschäftigen über das Thema. Dieses Video hat null wärmenden Faktor, das geht einfach darum, das Thema Gesundheit oder auch, wie halte ich mir ein paar Krankheiten vom Leibe. Darum geht es mir einfach ein bisschen, euch vielleicht mit reinzunehmen zu ein paar Gedanken. Ich habe eine Website gefunden, schon eine Weile besucht, zecken.de heißt die. Ich blende auch gerade mal nebenher den Verlauf ein. Das ist auch, ich denke, relativ schön mal erklärt, so ein paar Basics, wie die Zecken einfach so arbeiten. Und auch vor allem kommt hier unten eine schöne Karte, wie man auch im süddeutschen Raum relativ stark Zecken verseucht sind. Ist ein relativ großes Problem, denke ich. Und ich glaube, da sollte man alle ein bisschen aufpassen, da muss man nicht irgendwelche böse Krankheiten holen, die auch tödlich enden können. FSME, Borreliose und wie sie alle heißen, was da Zecken alle übertragen, das sind keine schönen Dinge, die da die Zecken an uns Menschen als Wirtstier, Wirtsmensch, wie auch immer, gern weitergeben. Und ich finde es auch dieses Jahr echt extrem, wie viel ich mir schon eingesammelt habe. Und deswegen denke ich auch hier in dem Video vielleicht ein, zwei Gedanken da dazu. Macht irgendwie auch Sinn. Ich glaube, die Homepage ist zwar von dem Pharmakonzern, aber ich denke so als kleiner Überblick, wo man sie sich holen kann, ist, denke ich, kein Fehler, um das Thema einfach mal nachzudenken. Mir hat dieses Thema auch schon relativ viel Gedanken dieses Jahr gemacht über das Thema Impfen gegen Zecken oder auch andere Schutzmaßnahmen. Und dazu am Ende des Videos ein paar Gedanken von mir mehr dazu. Aber erstmal, wo holt man sich so Zecken und wie kommt man an die überhaupt ran? Einfacher als gedacht. Also, ihr geht raus. Ich weiß, auf dem Kanal gehen ja hier sehr, sehr viele einfach gern biken. Ein Singletrail ist mal ganz cool. Es ist ja auch bloß ein blöder Waldweg mit reinwachsendem Gras. Und die Zecken hocken so in ungefähr einen halben Meter Höhe, so kniehoch im Gras oder im Gestrüpp und lassen sich einer vom Wirtstier, Wirtsmensch einfach abstreifen. Und das ist einfach ein relativ simpler Weg, wie man dann auch sich sowas einfangen kann, weil am Gras vorbeistreifen oder am Gebüsch vorbeistreifen ist, denke ich, für uns alle, die gern rausgehen, wandern, biken, wie auch immer, völlig egal oder einfach nur mal relax spazieren gehen, im Wald eine relativ einfache Nummer. Genauso hocken sie auch gerne in ungemähten Wiesen. Da ist ja fast schon eine Gelinggarantie, da man sich da welche einfängt, weil halt in der Höhe sehr einfach auf diesen 50, 60 cm Höhe sich einfach wohlfühlen. Und es Coole ist halt noch, aus Sicht der Zecke, dass die Zecke halt wirklich auch riechen kann oder sehen kann, ihr riechen kann, wo sich Säugetiere oder Menschen einfach aufhalten aufgrund des CO2-Gehaltes in der Umgebungsluft. Also je mehr da vorbeifahren oder vorbeilaufen oder wie auch immer, desto lieber sind sie halt einfach da, weil sie wissen genau, dort finden sie auch relativ schnell ein Wirtstier oder Wirtsmensch, den sie einfach anbohren können. Finde ich einfach schon von Natur gegeben. Für eine Zecke einen coolen Schritt, für uns Menschen eher, naja, nicht so wirklich prickelnd. Ein Mythos, der sich seit Jahren immer so ein bisschen hält, dass Zecken von Bäumen fallen. Nee, die bleiben in der Höhe von vielleicht einem halben Meter Höhe vom Boden rein und lassen sich einfach nur abstreifen vom Wirtstier oder Wirtsmensch und holen sie in ihre blutige Mahlzeit. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, dieses Jahr hatte ich schon relativ viele, die noch nicht angebissen haben, die ich dann aufgrund, dass ich immer relativ gern auf dem Kanal, die wissen es, weiße lange Socken trage, dann sehe ich sie immer relativ zügig, wo sie, wenn ich sie abstreife, mit auch einen Grund dafür. Aber man
holt sie sich einfach. Einer hat sich auch festgebissen bei mir, so richtig fies. Im Anfangsstadium, es ging noch, aber die hockt schon richtig gut drin. Wenn ich das Foto noch finde von damals, dann blende ich es euch gerade mal ein. Wenn nicht, dann habe ich es halt einfach leider nicht mehr gefunden. Und halt hier in Bayern, Baden-Württemberg, gerade süddeutscher Raum, der ist ja wirklich verseucht von diesem Thema. Also da kann man sich ja wirklich als Gelinggarantie diese Viecher sich einfach einsammeln. Und vor allem, wenn der Winter wieder kommt, herrscht, kommt, ist kein Thema. Wenn es kälter wird, dann werden sie inaktiv, dann sammeln wir sie nicht mehr so schnell ein. Aber dieser extrem heiße Sommer, boah, dieses Jahr aus meinem Empfinden raus schlichtweg echt heftig, was man da einfach sich schon eingesammelt hat, ich mir schon eingesammelt habe, das ist echt extrem. Und deswegen war mein Gedanke und mein Problem ist immer, wenn ich rausgehe, habe richtig Freude und gehe einfach mal sagen, cool, komm, power dich mal ein bisschen aus, hab aber Spaß draußen. Und du bist auf dem Single Trail, der das Gras reinwächst, dann denkst du immer drüber nach, wie viel sammelst du heute ein? Fast schon. Meine persönlichen Schutzmaßnahmen sind halt immer so ein bisschen die Gedanken, die, da wo ich euch auch ein bisschen mit reinnehmen möchte in das Thema. Und auch bei den Gedanken euch einfach austauschen möchte, wie ihr vielleicht auch mit dem Thema umgehen könnt, wenn ihr gerade in diesem süddeutschen Raum wohnt, wo es doch extremer ist und wo doch mehr schlimme Krankheiten von den Zecken einfach, die auch tödlich enden können, ja klar, einfach auch übertragen werden. Echt eine schwierige Nummer. Für mich war jetzt einfach so, Schutzfaktor, nachdem ich dann mehrere gesammelt habe oder halt auch eine angebissen hat bei mir. Für mich ein Schutzfaktor, wirklich für mich persönlich relativ gut geht. Von dem Video hat keiner was, außer ihr jetzt als reine Videofolge. Dieses Autan Zeckenschutzspray hat für mich so einen Punkt, wo ich sage, persönliche Erfahrung, ich sammelte mir da keine mehr ein. Also klar, das spritzt man sich halt auch nicht immer die Haut mit ein. Das ist auch ein Thema, wo man sagen muss, persönlich, für mich ins Tragel, muss ich mir immer die Chemie einspritzen, damit ich mir die Zecken vom Körper halte. Aber damit hatte ich jetzt aktuell für mich so ein bisschen die beste Erfahrung, dass ich damit dann auch keine mehr großartig eingesammelt habe. Ich habe es noch immer eingesammelt, wenn es wirklich im Alltagsverkehr war, wo ich halt nicht wirklich dran dachte. Das ist immer so ein bisschen das Problem an dieser Geschichte. Ich glaube auch, ich werde mich auch nächstes Jahr mit dem Thema Impfen gegen FSME und diese ganzen Geschichten mal überlegen, ob ich da mal was tun muss. Das ist mit Sicherheit auch eine Frage, ich glaube, die jeder persönlich für sich klären sollte und es mit seinem Arzt einfach absprechen sollte, wie er wohnt, wo er wohnt, was er für ein Risikogebiet hat, ob da eventuell eine Zeckenschutzimpfung einfach Sinn macht, dass man da nicht irgendwie in sich irgendein Problem reinjagt, was tödlich enden kann, schlichtweg man einfach sagen. Deswegen finde ich dieses Thema so schwierig und für mich ist immer so ein Gedanke, der mitwabbert, wenn du einfach fährst und denkst, im Sommer dieses Jahr, wo es also extrem heiß ist, immer noch Ende August haben wir jetzt fast schon über 30 Grad haben. Echt, echt Wahnsinn und da fühlen die sich halt so richtig, richtig wohl. Deswegen haut doch mal unten einfach mal in die Kommentare rein, wie ihr euch gegen diese Viecher einfach schützt und was ihr für Gedanken habt und sagt, ich habe in meinem Umfeld, wo ich wohne, gerade Norddeutschland, hatte noch relativ wenig Probleme mit diesem Thema. Was habt ihr für Probleme damit? Was habt ihr dagegen gemacht? Und wie schützt ihr euch vor diesem Thema Zecken? Und haben Gedanken von euch einfach da, einen Schutz dementsprechend dahingehend zu gehen? Oder war es bisher nie auf dem wirklichen gedanklichen Hinterkopf, dass das Thema einfach auch präsent sein könnte? Also hast doch einfach mal in die Kommentare rein. Ich denke, ein spannender Austausch für uns alle, wo wir mal einfach mal sehen, wie ihr euch gegen schützt, ob ihr schützen müsst, wo ihr wohnt, je nachdem. Und dass wir da einfach einen Austausch haben, was ja auch Sinn dieses Kanals ein klein bisschen ist, dass wir uns alle ein klein bisschen mit vielen Dingen einfach austauschen können. Und anderem halt so Themen, die halt als Randthema einfach dastehen. Wenn man rausgeht biken, hat man auch dieses Problem. Und ab und zu ein bisschen mehr, als man denken mag. Ein Schutzfaktor, klar, in Herbst, Winter hinein, längere Klamotten, krabbeln seine Klamotten hoch, kann man sie besser abstreifen. Natürlich ist es einfacher, aber denk Sommer und kurze Hosen ist einfach nur cool. Also von dem her, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu schützen und deswegen auch diese Folge heute. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Däumchen nach oben da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch riesig. Macht's gut und bis dann. Ciao.